Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ist mal wieder Freitag und ich dachte mir, ey, wir gehen mal wieder in so eine kleine Horrorparty hier rein. Depart Prototype ist ein Geheimtipp, den Gnu mir empfohlen hat. Sie und andere InfluencerInnen haben sich schon mal an dem Spiel probiert, sag ich jetzt mal. Mats ab. Soll mega realistisch sein. Das Spiel ist noch in der Phase des von Entwicklung her, sage ich jetzt mal. Und wir wollen jetzt einfach mal gucken, was das Ganze denn hier so zu bieten hat. Ihr wisst ja, ich bin absoluter Schisser. Wer die alten Visage oder Resident Evil Sachen von mir kennt, der weiß genau, wovon wir hier reden. So, jetzt sind wir auch schon drin. Ach, wir spawnen hier direkt. Oh, okay. Oh, die Kamera, die macht mich ein bisschen fuchsig. Okay. Ich kann aber auch sprinten. Okay. Wie komme ich hier raus? Einfach drücken. Alter, ist das hell. Okay. Okay. Es ist Shoot. Okay, also Gnu spielt ja 1000 Horrorspiele und Gnu meinte schon zu mir, dass das übelst krass sein soll. Digga, wohin? Hä, wohin mit mir? Okay, ich... Ja. Okay, okay, okay. Da soll ich auch shooten. Aber womit? B. Oh. Ah, okay. Okay, okay, okay. Also ich fange schon direkt an zu schwitzen, bin ich ehrlich. Jetzt haben wir zumindest low-key Lights. War schon ein bisschen verwirrend gerade, weil ich gar nicht wusste genau, wo ich denn hier hinlaufe. Da liegt eine Pistole. Wie komme ich da ran? Okay, Maschinenraum. Okay. Kann ich überall nichts machen. Hier bin ich gespawnt. Ich kann mich nicht ducken oder so. X ist einfach Escape. Okay. Okay, wie komme ich an die Pistole ran? Theoretisch hier hinter E. Was ist jetzt? Wie höre ich hier die ganze Zeit was? Evil. Alter, die Kamera macht mich fertig. Ich habe das hier hochgemacht, okay? Nicht, dass es jetzt runterfällt. Springfield Armory USA. Okay, jetzt haben wir eine Pistole. Okay, wir sind blutverschmiert. Wir sind irgendwie gefangen gewesen. Oh, das Aiming, Digga. Okay. Oh. Also, es ist schon wieder highly anticipated hier gerade. Dann gehe ich da nicht rein. Es ist immer diese Grundanspannung, die man so hat. Versteht ihr, wie ich meine? Weil man weiß, irgendwas soll passieren. Man weiß, irgendwas wird passieren. Okay, ich habe nachgeladen. Okay. Klima läuft. Hier ist eine Tür. Doch, ich kann. Closed. Okay. Also ich hätte sie jetzt betätigen können. Jetzt ist hier die. Ich habe auch kein Flashlight oder so, ne? Licht? Nee.
Boah, diese dunklen Gänge, warum? Okay, die Türen sind auch alle closed. Ich sehe halt nichts, ne? Ja, lustig. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Hilfe, ey. Oh, achso, das ist eine Tonne, gegen die ich renne. Oh. Junge, ist das anstrengend. Was soll ich denn hier hinten machen? Den Raum gibt's doch nicht umsonst. Ich denke, hier muss ich einen Schlüssel finden für die Tür. Oh, hier geht's weiter. Okay. Oh, diese Kameraperspektive, die macht mich fertig, ne? Oh, weia, ich bin am ganzen, mein ganzer Körper ist nass. Also, es ist ganz schlimm. Also, mir läuft's eiskalt in den Buckel runter. Hier geht's runter? Will ich nicht. Folge dem Licht. Man erkennt halt nichts. Oh, hier passiert jetzt was. Passiert jetzt irgendwas? Man weiß auch gar nicht, warum man hier ist und was hier passiert, ne? Die Part Prototype. Warum habe ich eine Knarre? Ist auch nicht so üblich für solche Horror-Games. Geh jetzt hier einfach mal hin. Eine Lampe. Oh, Jesus, Jesus Christ, geil. Okay, das ist mega gut. Okay. Immerhin sehen wir jetzt was. Immerhin sehen wir jetzt was. Hier alles wahrscheinlich Klosett. Klosett. Ich hoffe, dass die Batterie jetzt nicht irgendwie gleich leer geht. Jetzt können wir hier theoretisch gleich runtergehen, ne? Schränke, können wir alles nicht öffnen. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, Ehre in meinen Arsch. Wallahi. Oh, Scheiße! Bro. Dick. Natürlich wollen wir da jetzt lang gehen. Natürlich gehen wir da jetzt lang. Mann, nee, ey. Boah, das ist noch viel schlimmer. Also nicht nur, dass es dunkel ist. Saving. Sondern, dass man jetzt auch einfach so nur diesen Lichtkegel hat von der Taschenlampe. Mein ganzer Körper arbeitet gerade mit, ne? Ich bin innerlich nur noch am Hyperventilieren und ich will, dass es aufhört. Mein Körper will eigentlich nur noch, dass es aufhört gerade. Klosett. Okay, vielleicht haben wir dafür später einen Schlüssel. This way, ist auch nicht so geil, dass wir jetzt hier so laut rumballern, weil alles... Ich bin echt so kurz davor abzubrechen. Das ist es nicht, ne? Oh, Junge, 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 das ist echt schlimm. Und ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Horror-Games gezockt. Und ich weiß ja auch, was passiert im Groben. Aber dadurch, dass das so realistisch aussieht, boah. Ich heul ja immer rum, dass die Games nicht krass genug aussehen, aber jetzt... Es tut mir leid, dass ich dich mein Leben, also dass ich dir immer Probleme gemacht habe und dass ich nicht immer der liebste Sohn war. Hilfe, ey, ich sterbe. Alles ist nass. Hände schwitzen, Bauch schwitzt auch. Da ist der Schlüssel. Wahrscheinlich für den kleinen Raum da, den wir eben hatten. Das Gute ist, ne, unser Gehör ist ja trainiert. Durch Tarkov. Da kann man auch schon mal einen wegballern.
fast gekotzt. Puh, okay. Ist das jetzt nur der eine gewesen, den wir eben gesehen haben, ist halt so die Frage ein bisschen. Oder sind hier noch mehr von den Leuten? Hier kann ich aufmachen. Das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich den wieder mitnehmen? Waren da zwei Schlüssel dran? Ich habe kein Inventory irgendwie. Ich gehe nochmal kurz zurück. Weil hier kann ich wahrscheinlich drehen. Ja, dann geht das hoch. Wahrscheinlich... Warte mal. Ich kann wahrscheinlich hier das eine hoch machen. Ja. Da muss ich aber noch eins irgendwo finden. Das finde ich wahrscheinlich gleich in dem anderen Gang. Boah, also ich muss sagen, das macht gerade keinen Spaß. Achso, dafür hatte ich wirklich noch einen Schlüssel. Okay, aber hier ist nichts. Kann auch nicht springen. Oh, Scheiße. Also die Steuerung ist auch was ganz Neues so und das fühlt sich zu echt an. Es fühlt sich zu echt an. Kann mich nicht ducken, glaube ich. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Mama mia. Kommt dieses Licht her? Okay, hier ist eine Lampe, die nicht da ist. Okay, jetzt sind wir hier, alles klar. Okay. Oh! Aber direkt Headshot! Ich weiß gar nicht, habe ich unendlich Muni? Oh nee, diese Mucke, sag ich jetzt mal. Die macht's auch nicht besser. Wenn ich mich jetzt umdrehe und da steht was, dann pisse ich mich ein, glaube ich. Dann gibt's hier Inkontinentalreifen, ey. Ah! Ja, ich habe jetzt da die nächste Strebe aufgemacht. Jetzt muss ich zurück und jetzt... Oh, das ist so ein... Also Psychoterror ist das hier. Absoluter Psychoterror. Alarm. Oh, ich habe echt viel Scheiße in meinem Leben gebaut. Ich weiß, aber oh, warum tue ich mir sowas da an? So ein schlechter Mensch bin ich nicht. Was? Was? Ah! Ah! Oh! Ah, das schießt mich ab! Oh Gott! Okay, jetzt sind wir hier unten wieder. Was? Ach so! Keine Muni! Keine Muni! Ich seh nix! Alter! Nice ass! Wieso denn jetzt schon direkt hier? Oder ist hier frei? Ach, hier ist schon frei. Übrigens, sorry für das Mikrofon. Wir sind immer noch dabei, hier alles einzustellen. Das klappt leider immer noch nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen. Bitte not be böse, ja?
Also mein ganzer Rücken ist nass, ne? Ich halte ja wirklich was aus im Leben. Aber ich bin ja auch ein bisschen trainiert, was mittlerweile Horrorspiele angeht. Aber was ist das, Digga? Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ah, du kleiner Wichser! Alter. Erstmal kommt hier so ein Tiger in mir, ey, Herr Kellogg's Frosties. Und dann haben wir hier noch irgendwie ein Hobbit, Alter. Was sind das hier für Leute? Geiler Arsch. Mann, ey. Also ich bin auch, also wirklich, jetzt wäre tatsächlich ein Pulsmessgerät oder sowas geil gewesen. Nee. Nee. Ich bin innerlich gerade an so einem Punkt, wo ich mir sage, ich will nicht mehr. Es wehrt sich gerade schon jetzt ganz viel dagegen. Ich meine, wir sind jetzt hier 20 Minuten irgendwie dabei und es ist schon echt zu viel. Es ist schon echt zu viel. Das Schlimmste an dem Ganzen ist tatsächlich, dass es so unendlich still ist und dunkel ist und dieses Wasser und wenn dann einer auf mich angeplatscht kommt, dann flackert das Licht hier und alles. Ne, hier komme ich her. Was habe ich denn hier eigentlich vor? Ich meine, hier haben wir jetzt ein Grab geschaufelt. Hier ist ein Rohr. Wahrscheinlich ist das das dritte. Sprinten ist auch ganz gefährlich. Nachgeladen haben wir. So, dann heißt es jetzt hier lang. Ist das schon der Ausgang? Ja, ich sag mal, das war kurz und knackig. Einmal schwitzen für alle und Angst haben. Also ich muss sagen, auch wenn es jetzt echt kurz war, hat es mich übelst mitgenommen. Ich will das Spiel nicht spielen, wenn es fertig ist.